Ende diesen Monats erscheint endlich Super Mario Odyssey für die Switch. Es ist schon einige Jahre her, seitdem das letzte 3D-Mario rauskam, weswegen es endlich mal Zeit für ein neues ist. Super Mario Galaxy 2 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, weswegen ich mich wahnsinnig auf Odyssey freue. Ich habe es zwar bisher vermieden, mich über das Spiel zu informieren, aber die Trailer habe ich mir natürlich angeschaut. Und Mann, sieht das Spiel gut aus. Zig neue Königreiche zu erkunden und jede Menge Powermonde einzusammeln, wird nicht nur mir jede Menge Spaß machen. Und heute möchte ich mal über meine Top 5 Hoffnungen für Super Mario Odyssey reden. Denn bisher sieht es zwar echt gut aus, aber es gibt immer einige Sachen, die schief gehen können. Deswegen fangen wir mal mit meinen Top 5 Hoffnungen für Super Mario Odyssey an. Eine Sache, die ich an Mario-Spielen liebe, ist alles zu erkunden und auch wirklich alles zu finden. Jeden letzten Winkel einer jeden Welt abzusuchen und alle Sammelobjekte zu finden, macht mir schon seit Mario 64 jede Menge Spaß. Es gibt aber eine Sache, die ich an der Komplettierung von einigen Mario-Spielen hasse. Und zwar nervige Voraussetzungen für die 100%. Lasst es mich erklären. In Mario 64 waren die 100% sehr gut machbar. Die Sterne waren mehr oder weniger fair und lediglich die 100 Münzen in jeder Welt zu sammeln, konnte etwas eintönig werden. In Mario Sunshine wurde es aber, wie ich finde, schon etwas nerviger. Und zwar wegen der blauen Münzen. Viele waren zwar relativ offensichtlich versteckt, einige aber ziemlich willkürlich, weswegen mir die 100% in diesem Spiel nur wenig Spaß gemacht haben. Schlimmer wurde es dann in Mario Galaxy 2, wo man zusätzlich noch 120 Grünsterne mit Luigi sammeln musste, um das finale Level freizuschalten. Aber der absolute Höhepunkt der Unverschämtheit war Mario 3D World, wo man bei jedem Level mit jedem Charakter die Spitze der Fahnenstange erreichen musste, um das finale Level freizuschalten. Und das macht nicht wirklich Spaß. Deswegen hoffe ich sehr, dass die Voraussetzungen für die 100% in Super Mario Odyssey nicht ganz so lächerlich sein werden. Es macht mir absolut nichts aus, jeden einzelnen Mond einzusammeln, aber wenn man immer und immer wieder dasselbe machen muss, dann sorgt das eher für Frustration, anstatt für Spielspaß. Ein neues Mario-Spiel braucht natürlich auch neue Power-Ups. In Super Mario Odyssey scheinen diese aber gänzlich zu fehlen. Dafür gibt es aber einen Grund. In Super Mario Odyssey kann man Gegner mit Hilfe von Cappy übernehmen und diese so selbst steuern. Goombas, Koopas, Hammerbrüder, Juans. Okay, vielleicht nicht Juans, aber eine Vielzahl an Gegnern kann so übernommen werden. Und da diese alle verschiedene Fähigkeiten haben, hoffe ich sehr, dass die alle gut sein werden. Denn es gibt da so das ein oder andere Power-Up in der Vergangenheit, das mir nicht so gut gefallen hat. Was ist das denn? Nein! 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 Nein, 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 nein. Wieso? Nein, 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 nein. Ich habe keine Lust mehr. Okay, okay, ich mag das Sprungfeder-Power-Up überhaupt nicht. Und bei so vielen neuen Fähigkeiten, die man in Odyssey haben wird, kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwas dabei sein wird, das genauso schlimm oder gar schlimmer sein wird als das Sprungfeder-Power-Up. Und ich meine, jetzt wo Nintendo sogar oben ohne Mario in das Spiel gepackt haben, trauen sie sich, glaube ich, alles. Deswegen, Nintendo, macht ruhig alles, was ihr wollt, aber bringt bloß nicht die Sprungfeder-Power-Up-Mechanik in irgendeiner Art und Weise zurück. Danke. Was ich bei Mario-Spielen schon immer vermisst habe, ist eine Story. Zugegeben, ein Mario-Spiel braucht nicht unbedingt eine fesselnde Geschichte, aber schaden kann es ja eigentlich nicht. In Mario Sunshine und Mario Galaxy wurde bereits versucht, nebenbei eine Geschichte zu erzählen, aber da geht definitiv noch mehr. Der Standardplot, dass Bowser Peach entführt und Mario sie dann rettet, scheint auch dieses Mal wieder vorhanden zu sein. Und nach über 30 Jahren könnte man sich doch vielleicht mal etwas anderes überlegen. Aber ich bin positiv optimistisch. Eine geplante Hochzeit zwischen Bowser und Peach, sowie die Tatsache, dass Cappy ebenfalls versucht, seine Freundin zu retten, kann durchaus genutzt werden, um eine gute Geschichte zu erzählen. Und hinzu kommt natürlich auch noch die Tatsache, dass Pauline ebenfalls im Spiel ist. Super Mario Odyssey hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, nebenbei eine gute Geschichte zu erzählen. Es kommt nur darauf an, ob Nintendo sich wagt, sie zu erzählen. Wie bereits erwähnt, in einem 3D-Mario-Plattformer ist das nicht unbedingt notwendig, aber jetzt, wo Mario und Luigi und Paper Mario, wie ich finde, immer schlechter werden, wäre es durchaus wünschenswert, wenn Super Mario Odyssey nicht die Standard Peach wurde gekidnappt Geschichte erzählt. Aber naja, vielleicht erhoffe ich mir da zu viel.
Was ich jetzt sagen werde, wird sich vielleicht erstmal etwas seltsam anhören, aber lasst es mich erklären. Die Welten in Mario Odyssey sollten nicht zu groß sein. Grund dafür ist, dass wenn die Welten zu groß sind und es zu viele Sammelgegenstände gibt, man schnell mal den Überblick verlieren kann. Zwar gibt es in Mario Odyssey einige Sachen, die genau das verhindern sollen, aber dennoch, ich habe da meine Bedenken. Vor kurzem habe ich Yooka-Laylee gespielt. Ein Spiel, das riesige Welten mit wahnsinnig vielen Sammelgegenständen hat. Jedoch hat Yooka-Laylee genau deswegen viele Probleme. Zum einen kann es ziemlich schwer werden, die letzten Sammelgegenstände einer Welt zu finden, weil die wirklich überall versteckt sein können. Außerdem wiederholen sich die Aufgaben immer und immer wieder, was auf Dauer sehr nervig wird. Und die Tatsache, dass es riesige Welten gibt, sorgt natürlich auch dafür, dass es schnell monoton wird. Genau deswegen mochte ich auch Super Mario Galaxy so sehr. Dort gab es viele verschiedene Welten, die alle aber nur wenige Sterne boten. Das sorgte dafür, dass immer ausreichend Abwechslung geboten wurde und keine Welt zu schnell langweilig wurde. Deswegen hoffe ich sehr, dass Super Mario Odyssey genügend verschiedene Welten bieten wird und einzelne Welten nicht zu groß sein werden. Große Welten können gut sein, aber nur wenn es richtig umgesetzt wird. Was Super Mario Odyssey natürlich unbedingt braucht, sind jede Menge unterschiedliche Welten, beziehungsweise Königreiche, wie sie wohl in Odyssey heißen werden. Die üblichen Landschaften werden wohl auch wieder in Odyssey vorhanden sein. Mit Waldgebieten, Schneegebieten, Vulkangebieten und ähnlichen ist sicherlich zu rechnen, aber wisst ihr, was ich gerne sehen würde? Alte Level aus Mario 64, Sunshine, Galaxy und 3D World. Es mag sich vielleicht seltsam anhören, in einem komplett neuen Mario-Spiel alte Level wiedersehen zu wollen, aber zwei Welten aus vergangenen Mario-Spielen mit komplett neuen Aufgaben können nicht schaden. Das wurde bereits in Super Mario Galaxy 2 mit der Rückblende-Galaxie ziemlich gut gemacht. Dort konnte man nämlich erneut in das altbekannte Mario 64-Level Wumms Wuchtwald zurückkehren und dort einige Sterne sammeln. Das Ganze wurde, wie ich finde, zwar nicht perfekt umgesetzt, weil die Aufgaben relativ leicht und unkreativ waren, da sie zu sehr an das Original angelehnt waren, aber dennoch hat es mich sehr gefreut, nochmal einen Teil meiner Kindheit zu erleben. Und dieses Gefühl würde ich in Super Mario Odyssey sehr gerne nochmal spüren. Deswegen hoffe ich sehr, dass auch alte 3D-Mario-Level in irgendeiner Form in Super Mario Odyssey zurückkehren werden. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich wie immer sehr freuen. Und natürlich auch die Frage an euch. Was sind eure Hoffnungen für Super Mario Odyssey? Schreibt sie mir doch einfach in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dann!